Hi ho, meine Flauschis und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ich es euch versprochen habe, es gibt diesmal kein Hörbuch, es geht weiter mit normalen Videos und dieses Mal über 19 Fakten vom Wickerbeast. Es sind 19, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viel werden, aber wow, es gibt viel Story zu den Wesen. Deswegen fangen wir gleich an, los geht's. Die Erfinderin der Wickerbeasts nennt sich Daemon Lady. Sie leben in der fiktiven Welt Osova, wo sie allerdings nicht als einzige Spezies, entgegen den Zergels zum Beispiel, leben, sondern als eine von mehreren Spezien, obwohl sie die Hauptspezies auf diesem Planet ist. Erste Konzepte zu den Wickerbeasts wurden schon Anfang 2014 ausgearbeitet und das hat sich dann immer weiterentwickelt zu dem Wort, auch dem Begriff Wickerbeast, zu dem Wesen Wickerbeast und dem ersten, der einfach nur bekannt ist als Wicker. Zum Aussehen muss gesagt sein, es gibt verschiedene Unterarten, aber folgende Punkte haben sie eigentlich alle gemein und die werden unter dem Standard Wickerbeast subsumiert. Subsumiert, kennt das Wort überhaupt jemand? Zusammengefasst. Grob gesagt werden sie als pseudo-reptilische Trollkreaturen bezeichnet. Klingt ein bisschen weird, ist es auch. Sie haben zwei nach hinten liegende Ohren, Hände mit vier Klauen, allerdings haben sie keine Pawpads. Sie haben drei Zehen und ihren Augen fehlen die Pupillen. So ein bisschen wie bei den Dutch Angel Dragons. Und hier sind dann auch mehrere Farben möglich. Außerdem haben sie kurzes Fell und mähnenartige Haare, so ein bisschen wie bei Löwen. Sie werden aufgrund ihrer Muskeln auch als laufende Tanks bezeichnet. Laufend auch in dem Sinne, dass sie auf zwei Beinen laufen, es sei denn, sie sind auf der Jagd, dann können sie auch auf vier Beinen laufen. Und dazu gesagt, sie sind unempfindlich gegenüber Magie. Kommen wir in Fakt 4 auch zu vier Arten von den Wickerbeasts, die ich einmal kurz durchgehen möchte. Die Kingbeasts sind eine der stolzesten Mutationen, weil sich Wickerbeasts immer freuen, wenn sie Kingbeasts, sag ich mal, Gebären zur Welt bringen. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, wie Wickerbeasts überhaupt sich fortpflanzen. Kingbeasts sind in allen Punkten größer als Wickerbeasts. Sie haben längere Klauen, längere Ohren und auch eine längere Mähne. Es gibt hier auch Hybriden-Tails, aber das ist alles kein Kanon. Das heißt, es ist nicht von dem Maker so gewollt. Aber wie es bei so ziemlich allen Spezien so ist, gibt es quasi immer Hybriden. Die Standard-Wickerbeasts sind die, wie ich sie zu Anfangs beschrieben habe, die erfüllen quasi den kompletten Standard. Dann gibt es die Swamp, also die Sumpf-Wickerbeasts. Diese haben schmale Klauen und Zähne mit Schwimmhäuten. Sie fallen aber grundsätzlich sowieso nochmal ein bisschen dünner, ein bisschen schmaler, ein bisschen weniger kräftig als die anderen Arten der Wickerbeasts aus. Sie haben im Vergleich zu den anderen Wickerbeasts aber auch Stacheln, Dornen oder Schuppen und der Tail von ihnen ist auch, und das ist auch für die Swamp Wickerbeasts ganz typisch, alligatorartig. Zum Schluss gibt es dann noch die Rogue Wickerbeasts. Sie sind eine sehr gängige Mutation und fallen nochmal ein Stück kleiner aus. Sie haben quasi keine Hörner und die Mähne ist, wenn vorhanden, dann auch eher wenig ausgebildet. Fakt 5. Robotik ist durchaus ein Thema, an dem die Erfinderin arbeitet. Ich meine, robotische Köpfe und Körperteile sind grundsätzlich möglich, aber nicht mit so einem Visor wie bei den Protogens. Und was man auch sagen muss, Robotik ist nur bis zu einem Bestandteil von 25% des Körpers, also Kopf oder mal ein Arm oder ein Bein. Alles andere wird dann nicht mehr als reines Wickerbeast, sondern als Hybrid bezeichnet. Übrigens das Video zu Protogens, wenn ihr das wissen wollt, packe ich euch mal hier oben und in die Endcard. Die Fortpflanzung auf sexueller Ebene bei den Wickerbeasts ist vergleichsweise normal. Auch wenn Romantik dann doch eher mal klein geschrieben wird. Zumal übrigens auch Homosexualität praktiziert wird. Ein Punkt, zu dem ich in der Vergangenheit, wenn ich so drüber nachdenke, bei den anderen Spezien nie so richtig was gefunden habe. Schön aber, das jetzt mal hier zu sehen. Fakt 7. In einer Gegend, in der es kaum männliche Wickerbeasts gibt, läuft das so ab, dass die Frauen sich wie ein Amazonenrudel, kann man das so nennen, ein Amazonen-Clan zusammenschließen. Die stärkste unter ihnen wird die Anführerin und es ist quasi, wie man sich so Amazonen vorstellt. Wir sind stark, wir brauchen die Männer nicht, so vom Prinzip her. Fakt 8. Sie legen Eier. Die können sich je nach Unterart bezüglich Größe und Beschaffenheit unterscheiden. Ganz lustig sind die Swamp Wickerbeast Eier, die sehen komplett abgefuckt aus. Also hier blende ich euch mal ein Bild ein. Fakt 9. Die Wickerbeasts sind eher schelmisch und zu Späßen aufgelegt. Da sie aber sehr hitzköpfig sind, werden sie unter Umständen auch schnell mal gewalttätig, was dazu führen kann, dass sie sich dann auch mal die Köpfe einschlagen und deswegen von anderen Spezien oft als Wilde oder Diebe bezeichnet werden. Was dort aber oft vergessen wird, ist,
wie schnell Wicca Beasts sich verzeihen. Die kloppen sich, haben sich im nächsten Moment wieder lieb, sagen, okay, ich bin nicht nachtragend, alles vergeben und vergessen. Fakt 10. Da sie aber über die vergangenen Jahrtausende immer wieder angegriffen wurden, haben sie eine natürliche Abneigung gegenüber sämtlichen anderen Spezien und vertrauen ihnen einfach nicht. Der größte Konflikt hier war ein 20-jähriger Krieg, der als die Auslese bezeichnet wird. Hierbei haben die Menschen, und ja, die Menschen, versucht, die Wicca Beasts auszulöschen. Es gab aber einen Waffenstillstand, der geschlossen wurde. Allerdings dürfen Wicca Beasts nicht in Dörfern leben, nicht in der Stadt leben. Die einzige Ausnahme ist, wenn Wicca Beasts in die Stadt kommen, haben sie quasi eine einjährige Probezeit, in der sie schauen müssen, ob sie, naja, nicht negativ auffallen. Und das trifft auf die meisten Wicca Beasts zu, dass sie nicht in der Stadt leben. Das heißt, man hat sie zu den Wilden gemacht, die man in ihnen sehen wollte. Das hat auch den Grund, dass viele Wicca Beasts jetzt noch Rache suchen für das, was man ihnen und ihrem Volk angetan hat. Fakt 11. Deswegen ist ihr Verhältnis zu Menschen auch eher schwierig. Sie nehmen Abstand von Menschen und vermeiden, wenn sie können, jegliche Konfrontation. Wenn es allerdings nicht anders geht, wie beispielsweise in der Stadt, werden viele nervös, fangen an, auf ihren Klauen herumzubeißen, können nicht schlafen und fangen an, auch leicht neurotische Züge zu entwickeln. Fakt 12. Das hat auch seinen Ursprung, denn sie werden gejagt. Unter anderem werden ihre Tails, Ohren und Krallen auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Fakt 13. Es sind sogar zwei bekannte Krankheiten genannt, unter denen sie leiden können. Das eine ist das Fink-Syndrom. Dabei werden sie haarlos oder sogar taub geboren. Sie haben eine ziemlich hohe Sterblichkeitsrate und es ist nicht anzunehmen, dass sie älter als das Jugendalter werden, also die wenigsten werden wirklich erwachsen. Und die Berserkerkrankheit ist nochmal eine Ecke schlimmer. Sie sind quasi ultra aggressiv die ganze Zeit, was daran liegt, dass sie im frühen Kindesalter, wenn man es im Kindesalter nennen will, unterernährt wurden seitens der Mutter und dadurch Gehirnzellen absterben bzw. das ganze Hirn zu Schaden kommt. Das hat dann zur Folge, dass man das auch im Nachgang, wenn man dann älter ist und mehr isst, nicht mehr wirklich reparieren kann. Die Krankheit ist nicht heilbar. Die, ich sag jetzt mal, harmlose Auswirkungen, die diese Wesen dann haben, ist Schlaflosigkeit und geringere kognitive Fähigkeiten. Fakt 14. Wenn sie nicht gerade an der Berserkerkrankheit leiden, sind sie hochintelligente Wesen, die sogar antike Texte entziffern können. Sie haben ihre eigene Sprache, nämlich Veyik, wenn man das so ausspricht, und ihr eigenes Alphabet. Was ich übrigens ziemlich interessant finde von der ganzen Machart und wahrscheinlich auch mal im Thumbnail meinen Namen in dieser Sprache geschrieben habe. Fakt 15. Wir haben ja ehrlich gesagt noch nicht so richtig über Kultur gesprochen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Da muss man unterscheiden, sind die Wicca Beasts im Clan oder in der Stadt geboren? Fangen wir mal mit dem Clan an. Wenn sie dort geboren wurden, halten sie quasi die alten, clanartigen Werte hoch. Klingt so ein bisschen indianisch, wenn man sich das jetzt auf unsere Zivilisation so vorstellt. Zum Beispiel gehört ja auch dazu, dass das Essen, was sie haben, immer gejagt wird. Wenn sie aber beispielsweise in der Stadt geboren wurden, sind sie deutlich weniger feindselig gegenüber anderen Lebewesen, weil sie ja mit ihnen zusammen aufwachsen und nehmen öfter mal Positionen wie Händler oder Wachposten an. Fakt 16. Die Stimme klingt eher raptorenartig. Sie können aber, wenn es darauf ankommt, auch Menschenstimmen und auch Geräusche imitieren. Das wird dann vor allem bei der Jagd verwendet. Es gibt auch die Wicca-Speak, also die Wicca-Sprache. Das heißt, die haben schon ihre eigene Sprache. Die wird aber weniger häufig gesprochen. Sie fokussieren sich da tatsächlich eher auf die menschliche Sprache. Was ich mir ehrlich gesagt so ein kleines bisschen weird vorstelle, wenn jemand mit einer raptorenartigen Stimme die menschliche Sprache spricht. Fakt 17. Die Wicca Beasts haben sogar eigene Feiertage. Ich gehe jetzt mal auf den wichtigsten ein. Ich glaube, wenn ich mehr mache, würde das den Rahmen sprengen. Das Video ist eh schon viel zu lang. Das größte Fest ist die Herbsterntefeier. Das ist so ein bisschen, ich stelle mir das vor wie in einer Taverne, wo Wikinger so sind und ihren Umtrunk haben. Es werden von den größten Errungenschaften erzählt. Es ist ein bisschen auch Partnersuche. Man erzählt, boah, den habe ich getötet und das war so toll und diese Jagd, die lief so gut. Und das ist so, ich sag ich mal, das Herbsterntefest. Der vorletzte Fakt, 18. Da ihnen selbst die magischen Fähigkeiten fehlen, gleichen sie das mit Alchemie wieder aus. Die Wicca Beasts sind durchaus gute Alchemisten. Und der letzte Fakt, 19. Auch sie sind bei Frazilla vertreten, wo sie auch eher die Rolle eines Alchemisten einnehmen. So, Freunde, das war es mit den Fakten zum Wicca Beast. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich eine der wesentlich interessanteren Spezies, also von denen, die ich jetzt vorgestellt habe. Gefallen mir sehr gut, kann ich mich echt wirklich, wirklich gut mit denen identifizieren. Ansonsten, ganz kurzer Hinweis, ich habe Merch. Das heißt, wenn ihr den möchtet, gerne hier ist der Link. Klickt drauf, auch erster Link in der Videobeschreibung. Würde mich mega, mega freuen. Auch das Weihnachts-Unboxing, ihr habt jetzt noch circa 3 Wochen bestellt. Bestellt, ja, weiß ich nicht. Ich bestelle ja nichts für euch, beziehungsweise schickt mir, was ihr möchtet.
was ich vergessen habe zu erwähnen, ihr bekommt eine Karte zurück. Eine persönliche, von mir geschriebene, mit der Rückseite, wo mein Firsty drauf ist. Das heißt, es ist wirklich sehr persönlich und ich freue mich auf eure tollen Geschenke. Und ich möchte natürlich auch meinen Patreons danken. Ein riesiges Dankeschön hier an meine ultimativen Flauschis mit Dinos und Dragon. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch die unglaublich fluffigen Flauschis Abras, Paco, Red Fox, Percy, Tobias von der Gönne, Dulkio, Razor, Fetch, Simfurter und Bardo. Danke, 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 danke. Und natürlich auch die weiteren tollen Flauschis. Vielen, vielen Dank euch, Freunde. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, ich würde mich riesig freuen auf patreon.com/Akeban. Hello, jetzt seid ihr auf meiner Endcard. Über mir könnt ihr mich, ich glaube, ich habe es letztes Mal falsch gemacht, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und da drüben kommt ihr zum Video über Protogene, ich habe es nicht vergessen, und zu meinem letzten Video. Ich wünsche euch eine tolle und flauschige Restwoche. Macht's gut, Freunde, und bleibt so, wie ihr seid und genießt die Zeit, so gut es eben gerade geht. Macht's gut und ich hab euch lieb. Ciao.